Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Ich bin der Jens von Netzwerk Gaming Bros und wir sind im Ladebildschirm. Ja, das kann das Spiel wunderbar. Wir betreten jetzt das Jagdrevier Devonport-Siedlung und werden mal schauen, was da abgeht. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind oder nicht. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass wir letztes Mal auf so einen Baum abgehangen haben. Da ist er. Den habe ich nämlich gerade die ganze Zeit gesucht. Ich bin hier rumgerannt und habe den nicht gefunden und bin da so ein bisschen hin und her gereist und war voll verzweifelt, weil ich wollte eigentlich hier die Aufnahme starten. Aber egal. Das ist jetzt hier so... Da war ich gewesen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier wieder da rausgekommen bin. Weil ich bin einmal sozusagen ins Grenzland, also von hier ins Grenzland und wieder zurück. Aber kommen wir da raus. Okay. Kein Problem. Was haben wir denn hier alles so? Hier haben wir einmal Hinkebeins Klunker. Da haben wir... Auch Hinkebeinsklunker. Ach, Wunder. Ja, da laufen wir. Ei, ja, ne? Da laufen wir da links runter. Und guck mal, ne? Was das ist. Ich will das unbedingt mal wissen. Was können wir hier eigentlich machen? Oh, da, jawohl. Bah, Todessprung. Sehr geil. So. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr guckt unsere Let's Plays und habt Spaß daran. Wenn nicht, dann gebt einen Daumen runter. Dann wissen wir, dass wir aufhören sollen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Das wird uns sehr helfen. Damit wir auch wissen, dass wir das hier nicht alles umsonst machen. Ja. Was habe ich hier so zu erzählen? Guck mal, Reh. Hallo, Reh. Tschüss, Reh. Was ist denn hier? So. Ich weiß gar nicht, was wir das letzte Mal gemacht haben. Was haben wir denn das letzte Mal gemacht, Leute? Leute, ich habe keinen Plan. Wir haben hier die... Das mit dem hier Kennedy, oder wie der heißt. Ja, so ein komischer Name, der Kerl. Haben wir da hier angefangen jetzt? Es ist ja jetzt unser neuer Protagonist. Und haben jetzt hier die Klunker in der Siedlung gefunden. Ne? Haben wir jetzt gemacht. Wunderschön. Geiler Sprung. Yay! Wenn man mal genau hinguckt, es sind unglaublich viele. Na, wie heißt der? Ach, jetzt komme ich auf das Wort nicht. Ähnlichkeiten ist es nicht, aber hört sich fast genauso an. Also vom Sinn her ist das Gleiche. Parallelen, genau, es sind unglaublich viele Parallelen zu Assassin's Creed, zu Assassin's Creed 3, ne, es ergibt Sinn. Auch zudem hat dieses Spiel unglaublich viele Parallelen. Und zu Far Cry 3, genau, das wollte ich sagen. Ich meine, klar, kommt aus der gleichen Spieleschmiede namens Ubisoft. Wer es nicht kennt, googelt mal. Oder klickt unten auf den Link, da kommt man, glaube ich, auch zur Mainpage. Also, ich weiß, da kommt man zur Mainpage dieses Spieleherstellers von diesem Spiel. Ach, was labe ich eigentlich gerade hier wieder für eine Scheiße. Aber egal, hey, ihr wollt ja, dass ich das hier mache, ne? Ich laufe da jetzt hin, weil ich ein Fuchs bin. Das ist ja sozusagen mitten auf dem Weg. Also 260 Meter auf dem Weg. Und lauter kleine Tierchen. Hallo, Tierchen. Na, laufen wir gemeinsam durch den Wald. Oh, da wollte ich jetzt nicht hoch. Aber hey... Ach du Heiliger, wo ist denn das jetzt wieder? Da kommt man doch, da brauchst du schon wieder eine halbe Stunde, bis ich da oben bin. Ich wollte auch gar nicht so lange aufnehmen. Das wird auch wieder nur so eine kleine Aufnahmesession. So à la Far Cry 3, wer es gesehen hat, der weiß jetzt, worauf er sich wieder eingelassen hat. Aber hey, wenn man keinen Spaß dran hat, ne, dann hat man keinen Spaß dran. Ja. Boah, wie viele Tiere. Was eine Vegetation hier. Wow. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so aufgedreht bin. Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich einfach so unglaublich, das Spiel wieder spielen zu können. Wäre falsch gesagt. Zu dürfen ist es auch nicht. Hat mir keiner verboten, sondern... Ja doch, zu können ist eigentlich richtig, dass ich wieder Zeit habe, das Spiel zu spielen. Weil das ist ja eigentlich sehr geil. Hallo? Häng dich mal da an den Fels? Wer da nicht hoch will, der Penner. Übrigens würde auch da an der Seite jetzt hochkrabbeln. Und, also das Spiel, wie gesagt, ich habe nicht so die Zeit, dass ich würde, also am liebsten würde ich ja jeden Tag immer mal so ein halbes Stündchen oder so ein Stündchen spielen und dann wäre ich auch eigentlich, hallo, ein Hase, wäre ich auch eigentlich ruckzuck mit dem Spiel fertig. Das ist erstmal nicht verkehrt, weil es gibt ja immer wieder neue Spiele und man will ja auf dem Aktuellen bleiben und sich nicht hier 2 Jahre mit einem Spiel beschäftigen. Hallo? Hallo?
Und deswegen würde ich das so ganz gerne machen. Geht aber leider nicht, denn es ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie mit Geld verdiene, mit dem ganzen Spaß, den wir hier haben. Sondern das ist ja eigentlich nur ein Just-for-Fun-Projekt. Wir hatten da sonst. What the fuck? Was ist mit ihm los? Fick dich ins Knie. Leertaste. Boah, was ist so? Linke Maustaste. Heidewitzke. Damit konnte jetzt niemand rechnen hier. Geh weg, du Ballerjunge, sonst gibt's hier mit einem Tomahawk voll gegen Kopf geschmisse. Was ist denn? Ich hab doch Leertaste richtig Moment gedrückt. Das ist es. Ja, beißt er mich tot. Ich sag ja, es ist genauso wie bei Far Cry 3, ne? Wer sich an die Folge Black Panther erinnern kann, also der schwarze Panther im grünen Gras und dann hieß die noch irgendwie anders da. Oh mein Gott, das war ja jetzt echt mal wieder der Fail des Jahrhunderts. Och nö. Och nö. Och nö. Dann gehen wir jetzt dahin. Habe ich jetzt gerade entschieden. Ne? So, man muss ja nicht immer das Gleiche sehen. Also die Tiere hier sind ja unglaublich aggressiv. Also die sollten alle echt mal so ein bisschen runterkommen von ihren Trips. Das ist ja schon nicht mehr feierlich. Ja, so sieht das nämlich aus. Was habe ich denn so zu erzählen? Ja, ach so, wo ich eigentlich gerade war. Warum ich das nicht immer so viel spielen kann, wie ich es gern würde. Das hat noch nicht mal was mit irgendwelchen technischen Problemen zu tun, dass irgendwie die Festplatte nicht reichen würde oder so, weil ich habe die Möglichkeit, sage ich mal. Klappt das? Das tat weh. Ich wollte gerade sagen, ich hab die technische Möglichkeit, keine Ahnung, eine Stunde aufzunehmen, wenn ich das dann fertig mache zum Rendern, blablabla, und render das. Ist das, also ich brauche ungefähr für eine Viertelstunde Render, brauche ich so eine halbe Stunde ungefähr, dass es gerendert ist. Und, ja, deswegen, das ist kein Problem und Platz von der Festplatte her schickt auch. Dadurch, dass ich das ja so sozusagen immer rendern könnte, wie ich Bock habe, habe ich da ja dann sowieso kein Problem mit. Was halt das Problem ist, durch die Let's Plays Together mit dem guten Permo, auch von den Netzwerk Gaming Bros. Ja, wer nicht kennt, ne, guckt mal rein, Mirror's Edge und so. Demnächst kommt das neue, beziehungsweise wenn ihr diese Folge seht, dann ist schon das neue Let's Play von ihm draußen. Nämlich The Walking Dead. Freue ich mich auch sehr drauf, werde ich gucken. Auf jeden Fall, weil ich habe das Spiel selber nur eine halbe Stunde oder so gespielt, dann hat es mich irgendwie ein bisschen angeödet, sage ich mal. Also ich hatte kein größeres Interesse daran. Und um zum ursprünglichen Kernpunkt meiner Ausführung gerade zurückzukommen. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Nein. Durch die LPTs mit dem guten Permo und diese, ich sag mal, Bild- und Bildfunktion, die wir da ja machen. Weil das uns eigentlich so recht gut gefällt, weil wir müssten es ja nicht machen, sagt ja keiner. Aber es ist eigentlich ganz cool so mit dem Bild im Bild. Da sieht man auch mal immer ein bisschen die andere Sicht des Spielers. Dadurch sind technische Grenzen gesetzt, da wir gute knapp 25 Kilometer auseinander wohnen, muss man sich halt einmal die Woche treffen irgendwie. Und dann Festplatten tauschen. Also ich habe zwei externe Festplatten mir besorgt und eine liegt immer bei ihm und die andere hier. Und dann ganz schön ungerade Haltung hat der junge Mann. So. Ja, und da das ist dann halt immer, dauert alles ein bisschen und ist halt alles, wie gesagt, sehr zeitaufwendig. Dadurch, dass ich ja auch Assassin's Creed Spiele, Far Cry Spiele, Borderlands 2 Spiele, The War Z Spiele. Okay, The War Z ist jetzt, falls es jemand nicht mitbekommen hat. Ach so. Was, ich laufe hier rum und laber und keiner sagt mir, dass ich eigentlich dahin muss. Aber da ist noch so ein Ding. Ja, egal. Deswegen ist das alles ja sehr es ist ja alles sehr zeitaufwendig, ne? Und durch diese Distanz, die wir überbrücken müssen und diese ganzen Geschichten, alles, was so dazukommt, ja, erlaubt es mir halt einfach nicht zeitlich, dass ich hier machen kann, wie ich Bock habe, sage ich mal, ja. Dann ist es ja auch so, wie gesagt, Arbeiten, Privatleben und das Allerwichtigste, andere Spiele, so, die ich jetzt nicht let's playe, weil man kann ja nicht jedes Spiel let's playen.
Ja. Passiert jetzt was oder? Okay. Ich halte mal das Maul. Psst. Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Was ein Korb. Verschwinde! Ich werde nicht gehen. Tja, Schutz in den Ställen suchen. Was denn vor dem bisschen Regen hier oder was? Ist doch wunderschön warm gerade noch gewesen. Da sollen wir jetzt hier uns vor dem Regen schützen, weil es ist ja schon lächerlich schon fast. Da machen wir das einfach mal. Ich muss ein Lager aufschlagen. Ist schon unhöflich, es einfach irgendwo hinzupacken und dann zu sagen, ach, ich wohne jetzt hier bei so einem fremden Mann im fremden Haus. Ne? So. Einfach mal so eiskalt. Aber bei denen geht das ja anscheinend. Hey, warum nicht? Oh Mann, so würde ich auch gerne mal schlafen. Einfach so hinlegen, schlafen. Einfach so abknacken. Was ist passiert? Ist der Kennedy, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, ermordet? Nein, nein, er lebt noch. Hey, Kennedy! Ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen, aber bestimmt werde ich den nochmal hören und dann probiere ich es mal. Der Tag danach, den Mann zu einem Gespräch überreden. Wo ist unsere Matte hin? Achso, die hat er in unser unendliches Inventar gepackt. Naja, gut. Was ist denn das andere eigentlich auf der Karte? Ich weiß es nicht. Müsste so ungefähr hier sein. Oh. Einmal kann ja ins Haus reingucken. Hallo. Das schon geil so. Einfach mal so auf fremden Häusern rumlaufen. Hat was. Haha, hat Stil. Ja, fallen. Was ist mit ihm? Jump da runter jetzt. Danke. Bam. Epic. Oh. So. Probieren wir es nochmal mit dem guten Herrn. Was hat denn der hier für Ladesequenzen? Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Natürlich, werden wir auch mal direkt ausprobieren. Versuche durch die Hintertür zu gehen. Das ist voll dreist, was der hier abzieht. Einfach mal so, ja, ich gehe einfach mal so da rein. Ich werde nicht eingeladen und nix. Nö. Hey. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land. Schöne Musik. Ich komme hoch. So drüber den Balkon verschaffen. Ja, kein Problem. Der Balkon. Jumpen wir mal hier hoch. Rucki-zucki. Auch das Haus ist voll möbliert. Das ist wieder mal ein unglaublicher Detailgetreuheit, die hier an den Tag gelegt wird. Schön. So hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht ein Held zu sein, ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Das war Ich werde nicht wirklich. gehen. Hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen.
Warte nur, alter Mann. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder in den Ställen Schutz suchen, denn es wird so ja schon wieder... Wirst du mich nicht loswerden. Es wird ja wieder dunkel und der muss auch nichts essen, der gute Kennedy. Roaknetan oder so, keine Ahnung, der hat so voll den komischen Namen.